Simon, hast du? Ja. Hi. Hi, servus. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Jungprofi vom FC Augsburg, kann man ja so sagen. Ja. 17 Jahre, 107 Tage warst du alt beim Bundesliga-Debüt in Freiburg, 80. Minute für Jan Moravec. Schilder doch mal so ein bisschen die Eindrücke von deinem Spiel, vom Moment deiner Einwechslung. Ja, also man wärmt sich ja auf an der Außenlinie und hinterm Tor und plötzlich sieht man halt sein Trikot, wie es hochgehoben wird. Und ja, da steigt dann schon das Adrenalin und das Kribbeln im Bauch. Man freut sich richtig drauf, endlich auf den Platz zu dürfen. Und ja klar, wenn man dann kurz vorher an der Außenlinie steht, ja, ist schon ein geiles Gefühl. Hast du das eigentlich für einen schlechten Scherz gehalten? Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man so als U17-Spieler dann sein Trikot da hochgehalten sieht? Ja, also ich habe es nach dem Spiel auch erst gar nicht realisiert. Also in meinem Kopf ist gar nicht richtig angekommen, was ich da eigentlich, also dass ich gerade auf dem Platz gestanden bin. Aber dann nach einer Zeit hat sich es dann verbessert und ja, dann ging es dann. Einige Tage hat es dann aber gedauert. Ja, um das alles zu verarbeiten. Freiburg war das letzte Saisonspiel. Deine Kollegen hatten dann allerdings die Sommerpause, du nicht. Du musstest noch, nochmal die Schuhbank drücken, weil es mit der U17 weiterging. Wie wird man da eigentlich im Training empfangen von den Mannschaftskollegen? Sind die dann so neidisch, denken die sich, boah, jetzt kommt da voll der Star, oder sagen sie, war eigentlich doch ein geiles Ding von dir? Ja, also sie haben sich auf jeden Fall für mich gefreut. Und ja, als ich dann ins Training von der U17 dann eingestiegen bin und in die Kabine gekommen bin, waren sie halt alle überrascht, weil sie halt nicht mit mir gerechnet haben. Und haben mir dann alle zum Debüt gratuliert und dass es eine geile Sache war. Und genau. Es ist ja enorm schwierig, gerade im Fußballgeschäft alles unter den Hut zu bringen. Familie, Freunde, Freizeit, Fußball, Schule. Wie hast du das geschafft? Weil viel Freizeit bleibt ja eigentlich nicht. Ja, es ist schon schwierig mit Schule und Fußball gleichzeitig. Es war auch ab und zu mal so, dass man sagt, okay, jetzt wird es langsam richtig viel, aber für mich war es immer wichtig, so auf dem Platz dann zu sein und Fußball zu spielen und Spaß zu haben und genau, und deswegen ging es dann einigermaßen für mich. Na, bisher dein tollstes Erlebnis wahrscheinlich. Ja, genau. Nochmal kurz zurück zu deinem Debüt. Wenn du dir jetzt einen Gegner aussuchen dürftest, gegen den, wenn du dein Debüt gefeiert hättest, gegen wen wär's gewesen? Boah, schwierige Frage. Ja, wenn ich jetzt so einen richtigen Superstar nenne, dann könnte es in die Hose gehen, weil man beim Debüt halt auch aufgeregt ist. Aber gegen wen wäre es richtig geil? Ich glaube, Dortmund-Westfalenstadion, 80.000. Ist auch eine geile Sache, genau. Allgemein auch Bundesliga zu spielen ist eigentlich schon geil. Genau. Du bist Junior-Nationalspieler. Ich weiß, dass du 3 Spiele hattest, U15, U16, U17. Bist du aktuell noch dabei? Aktuell waren keine Lehrgänge und mal schauen, U18, wie es entsteht. Wie wichtig sind solche Erfahrungen in der Junior-Nationalmannschaft? Ja, ich finde es sehr wichtig, weil auch da das Niveau sehr hoch ist, weil quasi alle aus Deutschland zu den 11 Besten gehören wollen und zu der Startelf. Und deswegen finde ich es da auch sehr wichtig, dass man dort auch Gas gibt. Der FCA hat ja eine verdammt gute Jugendarbeit, was man daran sieht, dass Kevin dann so den Sprung geschafft hat. Im Wintertrainingslager warst du dabei, Maurice Malone und Romario Rösch und auch der andere neue Profi, Josu Stanic. Was macht Augsburg im Vergleich zu anderen NLZ-Vereinen anders in der Jugend? Ja, also ich finde, dass jetzt der FCA sehr viel auf die Jugend setzt und auch die Qualität in der Jugend hat, auch mal junge Spieler hochzuziehen. Und ich finde es sehr wichtig, weil ich meine, durch die Jugendarbeit entsteht eigentlich der Profi. Weil ohne Jugendarbeit gäbe es eigentlich keinen Profibereich. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass auch junge Spieler auch ihre Chancen bekommen. Jeder junge Spieler träumt irgendwie dann davon, bei Bayern zu sein, irgendwie da rauszustechen. War das auch dein Ziel?
muss nicht unbedingt sein, finde ich jetzt. Weil ich meine, jetzt hier ist ein familiärer Fußballclub und hier geht alles familiär zur Sache und ja, man fühlt sich einfach wohl. Genau. Also es war einfach nur dein Ziel, Profi zu werden, wo war egal? Nee, also hier war es mir schon wichtig, dass ich, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren wurde, Profi zu werden, das war mir eigentlich schon relativ wichtig. Auch als Kind? Also du wolltest als Kind Bundesliga-Profi werden? Ich wollte als Kind schon Fußballprofi werden, ja. Beim FC Augsburg? Ja, das habe ich mir gewünscht. Okay, gut. Die meisten sagen ja irgendwie, sie möchten gerne irgendwie im Champions League-Finale das entscheidende Tor schießen, aber so war es bei dir jetzt nicht, dass du gesagt hast, das sind jetzt die Ansprüche an mich. Nein, das nicht. Also ich wollte auf jeden Fall Fußball spielen und es war mir auch sehr wichtig und habe halt damals davon geträumt, Fußballprofi zu werden und jetzt bin ich halt glücklich, dass ich es so geschafft habe. Wir waren gerade beim Wintertrainingslager. Da hat dich Manuel Baum mitgenommen, obwohl die U17-Nationalmannschaft gesagt hat, wir würden dich eigentlich gerne zu einem Lehrgang einladen. Warum hast du dich dann fürs Wintertrainingslager entschieden? Ja, ich finde, dass der Verein im Vordergrund steht. Und Profis ist schon eine geile Sache als Jugendspieler. Und so eine Chance bekommt man nicht immer. Und ja, und deswegen habe ich mich dann für den Profifußball entschieden, also das Trainingslager. Besteht da jetzt nicht irgendwie die Sorge, dass dann der DFB sagt, ja okay, der Asta ist ein guter Kicker, aber den wollen wir jetzt nicht mehr haben, weil er uns eh lieber nach hinten verschiebt? Nee. Es könnte so rüberkommen. Es könnte so rüberkommen, aber wenn es so sein sollte, dann kann ich auch nichts daran ändern, weil ich muss mich für eins entscheiden. Und ja. Hast du eigentlich noch gute Kontakte zu deinen Mannschaftskollegen von der Nationalmannschaft? Ja, zu ein paar habe ich auf jeden Fall noch Kontakt. Ich schreibe auch ab und zu mit denen und ja, man sieht sich halt nicht so oft, aber Kontakt besteht noch. Die waren auch mega angetan von dir dann, die haben dann sicher auch. Ja, ich habe schon einige Glückwünsche dann erhalten und habe mich auch darüber gefreut, dass sie mir Glück gewünscht haben. Du warst früher, als wir gerade darüber gesprochen haben, im Vorgespräch, Stürmer, jetzt bist du Innenverteidiger. Wie kommt es, dass man Rechtsverteidiger? Wie kommt es, dass man als von Stürmer zum Verteidiger funktioniert wird? Ja, früher in der U12 war ich noch Stürmer, wie Sie ja schon gesagt haben. Und ja, da hat man dann halt noch ausprobiert, welche Position einem mehr liegen würde. Und dann habe ich auch mal rechte Außenbahn gespielt und Sechser und Innenverteidiger. Und dann bin ich so langsam in der U14, U15 bin ich dann so auf die Rechtsverteidigerposition gekommen. Genau. Und die Position liegt jetzt auch ganz gut? Ja, gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir doch nochmal zum Herrenfußball. Herren-Bundesliga, Junioren-Bundesliga. Du hast ja jetzt viel erlebt. Du bist aktuell noch im Kader der U19-Bundesliga. Warst in der U17-Bundesliga. Wo siehst du den größten Unterschied zwischen dem Jugend-Bundesliga-Bereich und dem Herren-Bundesliga-Bereich? Von der A-Jugend jetzt oder? Ne, allgemein vom Bundesliga-Bereich und Jugend-Bundesliga-Bereich. Okay, ja, also es ist natürlich alles mit höherem Druck, geht alles zu und ja, die Jugend, da ging der Druck noch einigermaßen. Er war auch hoch, aber halt dann im Herrenfußballbereich ist dann schon gestiegen. Und es geht auch alles schneller so zur Sache, körperlich auch. Und genau. Letzte Saison war in der U17 jetzt nicht so, ja. Man muss es so sagen, überragend. Es gibt auch Leute, die aus Augsburg kreisen und sagen, die 2001er galten jetzt nicht so als der starke Kader. Woran hast du jetzt in der letzten Saison gelegen, dass es in der Jugendbundesliga fast zum Abstieg geführt hätte? Ja, also man hatte so ein Tief, ist nicht so wirklich ins Spiel reingekommen so und ja, wir taten uns dann schwer, da wieder rauszukommen, aber ich meine, am Ende haben wir es dann doch geschafft und sind in der Liga geblieben und ich finde, das war dann auch wichtig. Ja gut, das letzte Spiel gegen Bayern war natürlich ja, schon ein herber Rückschlag dann. Ja, es war, also ich musste es mir selber anschauen, ich war in München auf der Tribüne gesessen und habe es mir angeschaut, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir die Liga gehalten und das war dann eigentlich wichtiger. Was geht einem Spieler nach so einem Spiel durch den Kopf?
Das heißt immer, man lernt durch Niederlagen sehr viel. Niederlagen sind ja auch zum Lernen enorm wichtig als Sieger. Aber was geht einem Spieler da durch den Kopf, wenn man sieht, man verliert gerade 12:1? Auch ja, wenn man selber nicht spielen kann. Man ist sehr frustriert. Auch jetzt ich, wo auf der Tribüne gesessen habe, war sehr, ja, ich würde es nicht angepisst sagen, aber nicht gut gelaunt. Und ja, man macht sich da schon einige Gedanken, aber dann nach ein paar Tagen geht es dann noch einigermaßen wieder und kriegt sich dann eigentlich relativ schnell wieder ein. Wie gehst du mit Niederlagen um? Es gibt ja verschiedene, einige sind ja nach Niederlagen gut gelaunt. Wie schaut es bei dir aus? Bist du dann Tage schlecht drauf? Kannst nicht schlafen? Ja, also bei mir sitzt dann schon der Schmerz richtig tief bei einer Niederlage, weil ich bin eigentlich so ein Typ, der gewinnen will und der auch wirklich alles dafür gibt. Und wenn es dann doch nicht hinhaut, dann ist man natürlich schlecht gelaunt, aber nach ein paar Tagen geht es dann. Was genau lernst du durch Niederlagen mehr? Das wissen ja einige nicht, die sagen, mein Gott, wir haben verloren, aber was will man dadurch lernen? Ich kenne ja auch viele Leute, die Fußball spielen, wer kennt sie nicht, die sagen so, ja mein Gott, wir haben verloren, ist ja egal. Was lernt man durch eine Niederlage? Ja, ich finde, man analysiert quasi seine Fehler, die man im Spiel gemacht hat und versucht sie ja dann zu verbessern. Und ich finde, das ist der ausschlaggebende Punkt, weil so lernt man ja eigentlich quasi keine Fehler mehr zu machen. Und das finde ich sehr wichtig. Jetzt kommen wir mal kurz zum Bundesliga-Geschehen. Am Wochenende geht es ja jetzt wieder los. Hast du schon Lust? Ja, ich habe immer Bock. Das ist die Hauptsache. Heute hast du noch Nachmittagstraining. Weißt du schon, wo du dazugehören wirst? Bist du am Wochenende im Kader? Das weiß ich leider noch nicht. Und es wird dann immer kurzfristig bekannt gegeben. Und genau. Was macht Manuel Baum? Der ist ja ein ganz großer Jugendförderer. Er kommt ja auch aus der Jugend. Was macht ihn speziell aus? Man sieht ja irgendwie, dass jetzt fast jeder Verein auf die Jugendtrainer setzt. Aber was genau macht Manuel Baum? Ja, also er gibt den jungen Spielern das Vertrauen und zieht sie quasi mit nach oben und lässt, zum Beispiel, so hat es bei mir angefangen, lässt sie mal dann ins Trainingslager mitfahren und so holt man sich dann die ganzen Erfahrungen und wird man dann auch besser im Spiel und trainiert dann auch immer besser und das finde ich ist sehr wichtig, was er macht. Wie redet ihr mit ihm? Ist er eher so eine Sie-Person oder darf man ihn auch duzen? Ein Trainer ist ja immer die Respektsperson. Ja, ich sehe es eigentlich eher, weil ich finde, das zeigt ein bisschen mehr Respekt vor der gegenüberstehenden Person. Und genau, so hat man es quasi im Jugendbereich gelernt, dass man einen Trainer immer sieht. Und ist auch sehr wichtig. Kannst du dir erklären, woher dieses Modell kommt, dass man auf die Jugendtrainer setzt? Gerade auch als Jugendspieler, der jetzt im Bundesliga-Kader ist? Ich weiß nicht, der Verein sieht halt quasi, was in der Jugend alles drinsteckt. Und da der Jugendtrainer dann aus der eigenen Jugend quasi kommt, kennt er quasi dann die Spieler noch besser. Und ich finde, das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt. Ich sehe Julian Nagelsmann, der macht ja auch eine gute Arbeit in Hoffenheim. Mhm. Hättest du den gern auch später mal als Trainer? Na, so viele Gedanken mache ich mir da eigentlich nicht. Einfach immer von jetzt auf gleich schauen. Ja, ich nehme das, was alles kommt und spiele einfach Fußball. Das ist die Hauptsache. Fußball, Bundesliga, am Wochenende kommt Düsseldorf. Die U19 spielt zu Hause gegen Hoffenheim. Wie geht dir die Spiele an? Oder du speziell, weil du weißt jetzt noch nie, wo du dabei bist. Also je nachdem, wo ich halt dabei bin, es ist eigentlich relativ egal, weil ich werde trotzdem so oder so 100% geben. Egal, ob es bei der U19 ist oder in der ersten Mannschaft. Und ja, und nur so wird man halt besser, indem man immer 100% gibt. Und was macht ja, der FC Augsburg? Ihr geht jetzt ins 9. Bundesliga, ja? Man wird seitdem immer als Absteiger Nummer 1 gehandelt. Man hat es vor kurzem in die Europa League geschafft. Der letzte Saison auch den Klassenerhalt auf einem einstelligen Tabellenplatz. Was macht der FCA mit
Stefan Reuter, der auch noch ein großes Geschehen hat bei euch. Was macht Augsburg? Ja, ich finde, dass sie halt die Art an Spielern, die sie quasi herstellen, finde ich, ist sehr gut, indem sie halt junge Spieler und erfahrene Spieler zusammenmischen. Und ja, ich finde es halt sehr gut, weil die älteren Spieler dann halt auch den jüngeren Tipps geben können im Training oder in Testspielen oder so, um halt quasi in diese Bundesliga-Geschichte reinzuwachsen. Und ja, das ist sehr schön. So. Gibst du den anderen vielleicht auch mal Tipps? Nimm die Tipps von dir an, fangen wir so. Ja, das auf jeden Fall. Also halt auch die älteren Spieler, wenn ich jetzt denen mal einen Tipp gebe, nehmen die natürlich die Tipps dann quasi an und man gibt sich dann quasi gegenseitig Hilfe und hilft sich im Training. Ja, das ist doch super. Dann kommen wir jetzt mal kurz zum Schluss, weil du jetzt noch weiter musst. Was erhoffst du dir von dieser Saison? Ja, also ich erhoffe mir auf jeden Fall viele Bundesliga-Einsätze in der ersten Mannschaft und ja, verletzungsfrei ist immer so das Wichtigste. Das Wichtigste, weil die Gesundheit halt auch mitspielt bei dem ganzen Thema. Und ja, ich hoffe mir einfach, dass ich noch besser werde in dieser Saison und zu mehreren Einsätzen komme. Hättest du schon einen Plan B, wenn es irgendwie verletzungsbedingt heißt, ist das vorbei? Ja, ich würde halt auf jeden Fall eine Ausbildung machen, weil ich habe ja letztes Jahr den Realschulabschluss quasi gemacht und ja, dann würde ich auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Aber ich versuche halt bestmöglich Plan A durchzuziehen. Natürlich gesund zu bleiben. Genau. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche dir eine verletzungsfreie Fußballsaison. Danke auch. Und viele Einsätze in der Bundesliga. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.